Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in diesem fantastischen, famosen und grandiosen Let's Play. Und mit dabei ist wieder der einzig wahre und echte und immer noch in der Unterwelt seine Zeit verbringende Potato-Pad. Ja, und ich falle gerade und ich bin tot. Echt jetzt? Ja, hast du gerade gesehen. Ich bin komplett das ganze Loch runtergefallen. Eieiei, da war der Boden plötzlich weg unter mir. Warum machst du sowas? Weil ich dachte, zum Anfang der Folge einfach mal sterben ist doch cool. Also ich find's super cool. Ja, hast recht. Ja, ist schon cool. Doch, ja. Doch. Und ich glaube, es könnte sein, dass ich einen Stromausfall habe irgendwann gleich. Ich weiß es nicht. Gerade weil ein Stromausfall? Licht, ja, das kündigt sich manchmal an. Also gerade war das Licht ganz kurz ein bisschen dunkel. Ich glaube, mein Rechner war gerade nur noch an, weil in Netzteilen... Notstrom. Weil Netzteilen sind ja Kondensatoren, damit der Rechner noch ein, zwei Sekunden anbleibt. Sonst wäre der jetzt ausgelesen. Aus. Ja, ich glaube, der Strom war gerade ganz kurz weg. Für eine halbe Sekunde. Mal sehen. Vielleicht klappt ja trotzdem alles. Lustig, weil kein Sturm ist. Also scheint es wieder Netzprobleme zu geben. Ja, unser Stromnetz ist sicher. Die Stromrechnung nicht bezahlt. Doch, die ist sehr hoch übrigens, die Stromrechnung, wegen des Sauerstoffgeräts meiner Mutter. Ja, das glaube ich dir sofort. Das ist auch das Problem. Also wenn das Strom ausfällt, habe ich ganz andere Probleme, als dass mein Part jetzt kaputt ist oder so. Dann ist mir unter Sauerstoffgerät unten aus. Da habe ich ganz andere Probleme. Hast du kein Notstromgerät für so einen Fall? Nee, leider nicht. Ist auch sehr teuer. Sehr, sehr teuer. Notstromaggregat sehr, sehr teuer. Da bist du halt bei mehreren 100 Euro, 500, 600 Euro oder sowas bist du dabei. Tja. Ja, zur Not Auto anmachen und Kabel reinziehen. Von der ja, Autobatterie. Wir haben ja eine Notfalllösung, wir haben ja Sauerstoffflaschen dann. Aber ist halt trotzdem nicht so geil. Ist trotzdem nicht so geil, sag ich mal. Ja, das glaube ich dir. Ach ja. So. Ja, ich hoffe mal, dass der Strom einfach nicht ausfällt. Aber das Strom ist auch wieder so ein Thema, ne? Also Gas, Strom und alles. Das ist auch gerade derzeit ein aktuelles, sehr, sehr aktuell brisantes Thema. Was die Politik da mal wieder macht. Das ist halt echt. Ich weiß nicht. Ich glaube, das wird ganz schön übel enden im Winter jetzt. Ich glaube, die Leute werden ziemlich auf die Barrikaden gehen. Ich glaube, das wird sehr unangenehm werden. Ja, ich glaube schon. Ich glaube. Also ich weiß nicht, ob wir nicht dann doch irgendwann einknicken. Also. Wer ist wir? Und ja, wobei einknicken? Gegenüber Putin. Einknicken. Ach so, meinst du das? Sanktionen fallen lassen, bitte gib uns das Gas. Ja gut, dann hat er ja aber richtig in den Arsch gefickt. So, dann saß er doch am längeren Hebel, am längeren Gashebel. Ja. Ja, entweder zieht man das jetzt durch oder halt nicht. Die Frage, wie unangenehm das aber wird, jetzt, ne? Aber jetzt ist es halt schon so peinlich, was alles passiert ist. Also keine Ahnung, es ist einfach... Du kannst jetzt wieder zurück. Ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich jetzt am Wochenende noch 4 Kubikmeter Holz gekriegt habe, ne? Ja, jetzt können sie nicht mehr zurück. Bin mal gespannt, wie das enden wird. Ja, was ich auch lustig finde, dass manche Leute einfach ernsthafte Angst vor einem Atomkrieg haben und sowas. Das ist total Schwachsinn, Leute. Das wird nicht passieren. Nee. Und das sagen alle vor dem Atomkrieg, wenn er dann ausbrechen. Also wenn man wieder sagt, davon ausgehen, alle werden vor dem Atomkrieg sagen, es wird keinen geben. Dann kommt er halt trotzdem. Ne? Das hat so ein Atomkrieg, glaube ich, auch ein bisschen an sich. Aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. Wirklich nicht. Da braucht er keine Angst haben. Was aber sehr unangenehm wird, ist, wenn uns im Winter vielleicht der Strom ausfällt, weil wir zum Beispiel die alten AKWs nicht einfach wieder anschmeißen, die noch anschmeißbar wären. Oder weil wir dann halt wirklich am Januar unsere AKWs abstellen, die letzten, und dann unser Stromnetz nicht mehr pannen. Das Problem daran ist irgendwie, dass es kein deutsches Stromnetz gibt, ne? Das ist ein europäisches Stromnetz. Wenn das Stromnetz zusammenbricht, dann in ganz Europa. Dann haben die wir richtig Kacke am Dampfen. Ich sag mal, die Scheiße ist ja auch aktuell, dass viele so dumm sind und sich halt Elektroheizung kaufen. Das, ne? Das ist ein richtiger Spaß im Winter. Das ist halt ein großes Problem. Ich will nicht wissen, was da im Winter gegebenenfalls nachher für ein Spannungspeak auf der Leitung drauf ist. Also, das ist schon ein harter Humbug, dass die Leute, also ich kann das verstehen, dass die Leute Angst haben. Ja, und das Ding ist auch einfach, dass ich glaube, bei den aktuellen Gaspreisen und Heizölpreisen und sowas wird es bald billiger, mit Strom zu heizen. Das ist auch so ein Punkt. Du musst es bedenken, dass nicht viele Leute haben nicht viel Geld.
die wollen an jeder Ecke sparen und dann ist so ein Heizlüfter vielleicht günstiger. Auch wenn der eigentlich mega, wobei sagen wir mal, in Wirklichkeit ist er nicht mega ineffizient. Es ist die effizienteste Art und Weise zu heizen mit Strom. Es ist die effizienteste Energieumwandlung. Strom zu Hitze. Effizienter geht's nicht mehr. Aber am besten macht man es mit einer Wärmepumpe und nicht mit einem Heizlüfter. Das ist ein bisschen, naja. Ja. Scheiße bei der Wärmepumpe ist halt nur, dass du sie nicht überall nachträglich einbauen kannst, ne? Ohne massive Baumaßnahmen. Das ist halt der große Nachteil. Ich habe ja auch schon ehrlicherweise drüber nachgedacht. Aber ich müsste tatsächlich bei mir im gesamten Haus Fußbodenheizung verlegen, weil die Gesamtanzahl und Größe der Heizkörper bei mir nicht ausreicht. Also ich habe schon ein Niedrigenergiehaus. Was reicht trotzdem nicht aus, weil diese Vorlauftemperatur von Wärmepumpe halt einfach so gering ist, dass ich überall Fußbodenheizung bräuchte. Ach ja, ich bin gespannt. Ich hoffe nur, dass der Strom nicht ausfällt, weil, sagen wir ehrlich, ich bin super abhängig vom Rechner und vom Computer und so. Ich bin beruflich sowohl meine Hobbys, ja, ich auch, mega abhängig vom Rechner. Das macht man sich heutzutage nicht so wirklich bewusst, weil wir halt Strom als etwas total Allgegenwärtiges sehen. Und es wäre echt krass, wenn der Strom ausfällt, komplett. Und der wird dann auch nicht einfach wieder am nächsten, oder der wird nicht in einer Stunde wieder da sein dann. Wenn das wirklich passiert, dass wir nicht genug Strom produzieren können, dann ist der Strom nicht mal in einer Stunde wieder an. Das dauert dann richtig. Das kann auch mal eine Woche dauern dann. Das kann richtig dauern. Öllampen kaufen. Also, das ist eine reale Gefahr. Also, das ist eine deutlich realere Gefahr als Atomkrieg. Deutlich realer als das. Aber ja, auch das hoffe ich natürlich, dass nicht passiert, weil Politiker sollten eigentlich, das sollte eigentlich ihre Top-Priorität sein, dass die Bevölkerung vor sowas geschützt ist. Aber dafür wählen wir diese Menschen in ihr Amt. Dafür sind sie ja zuständig, dass es uns gut geht. Und wenn es uns nicht gut geht, dann machen die offensichtlich was falsch. Und deswegen hoffe ich doch mal, dass sie sich auch besinnen, auch die Grünen sich besinnen und auch mal die bittere Pille schlucken. Und ja, dass wir einfach auch vielleicht mal AKWs weiterlaufen lassen. Gut, ja, aber darüber diskutieren sie ja tatsächlich aktuell auch, ne? Das muss man ja schon sagen, dass die auch langsam anfangen, von ihren doch sehr eingefahrenen Standpunkten abzuweichen. Deren Berater und alle sagen auch, alle Leute, das wird ohne die AKWs nichts. Und dann müssen die Grünen halt auch die bittere Pille schlucken. So, es ist halt einfach so. Wir haben uns halt hier einfach in den Deadlock rein manövriert. Wir müssen jetzt halt einfach. Außerdem, das Ding ist, es ist auch sehr heuchlerisch. Dieses Ganze mit den AKWs und so. Wir wollen keinen eigenen Land, damit das schön alles mit der grünen Politik und so schön ist und so. Aber das Importieren aus Frankreich, das ist schon in Ordnung. Oder jetzt aus der Ukraine, die ja jetzt auch ins EU-Netz angeschlossen ist. Die Ukraine hat jetzt irgendwie, die Zelensky hat irgendwie gesagt, ja, kein Problem, Europa, wir liefern euch Strom. Wisst ihr, was der Strommix aus Ukraine ist? 80% Atom. Ja. Aber das wollen die Grünen natürlich gerne. Danke, Zelensky. Oh, danke für den Strom. Der ist bestimmt super grün, ne? Ja, es ist schon stark verlogen, das muss man sagen. Es ist schon eine sehr verlogene Geschichte. So. Und das Ding ist einfach, also ich könnte jetzt natürlich ewig lange über Atomstrom sprechen und wie ich ein Befürworter davon bin, aber ich weiß, dass viele Leute sehr, sehr harte Gegner sind, obwohl ich es nicht verstehen kann. Weil wenn man sich rational die Argumente anguckt, dann kannst du eigentlich am Ende nur Atomstrombefürworter sein. Weil es gibt einen großen, 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 großen Vorteil, den Leute immer, also Leute sagen immer Atommüll, Atommüll, Atommüll. Aber Atommüll, wisst ihr, was für ein riesengroßer Vorteil Atommüll hat? Du kannst ihn bewegen. Du kannst ihn bewegen, der wird gesammelt und du kannst ihn bewegen. CO2, Gaskraftwerke, Kohlekraftwerke, das wird in die Atmosphäre gepumpt. Du kannst mit diesem CO2, du kannst das nicht fangen, das ist weg. Das ist in der Atmosphäre. Das ist dann weg. Das ist der Müll, der uns alle umbringt. Und CO2 bringt jedes Jahr sehr, sehr, also diese ganzen Abgase, nicht CO2, sondern die ganzen Kohlenstoffmonoxid und andere Abgase aus diesen Kraftwerken, bringen jährlich hunderttausende Menschen auf der Erde um. Selbst wenn eine Atomkraft explodieren würde und wirklich mal viele, viele Menschen dabei sterben würden, was bisher noch nicht so wirklich passiert ist, selbst dann wären es nicht so viele, wie die jährlich an Kohlestrom sterben. Ja, weißt du, Totschlagargument ist ja immer, wenn das um dieses Thema Endlager Atommüll geht, ja, willst du da wohnen? Ja. Das ist so immer dieses Totschlagargument. Ja, ich ja. Ich sag im Zweifelsfall, kein Problem. Im Zweifelsfall würde ich sagen, nee, natürlich will ich da nicht wohnen. Mir ist es auch egal. Aber ist sicher. Kennst du Inverse Square? Es wird auch eine Möglichkeit geben, wo keiner wohnt. Also, kennst du Inverse Square Law? Nee. Das ist die, wie heißt das im Deutschen, umgekehrte, ist das umgekehrte Wort? Nee, wie heißt das denn? Inverse im Deutschen. Also es ist auf jeden Fall
wenn du jetzt die Strahlung hast, nach 1 Meter ist die zum Beispiel auf 50%. Nach 2 Metern ist die dann exponentiell weniger. Die wird mit jeder Strecke, die du doppelt zurücklegt, wird die exponentiell weniger stark. Du kannst diesen Atommüll schon nach irgendwie 10, 20 Metern nicht mehr messen, dass der da ist. Also, so schlimm ist der nicht. Der ist aus wie auch noch in festen Containern und in Beton einbetoniert. Das ist so harmlos, das Zeug eigentlich. Wenn du jetzt nicht dran leckst und dich nicht daneben legst und da schläfst, passiert dir jetzt nicht viel. Also. Ich glaube, das Ding ist einfach, dass Menschen viel zu viel Angst davor haben, weil die Leute halt, ich weiß jetzt, es ist hart, das jetzt so zu nennen, aber grüne Propaganda hat den Menschen da halt einfach extrem Angst vor gemacht. Vor diesem Müll. Aber so schlimm ist der eigentlich gar nicht. Der ist sehr sicher aufbewahrt. Schon in seinen Containern ist der sehr sicher aufbewahrt. Nicht mal mit Endlage, der ist schon in seinen Containern sehr sicher aufbewahrt. Guckt euch mal in Atomkraftwerken die Leute an, weil in Atomkraftwerken steht der Müll auch auf dem Gelände rum. Der steht draußen oben auf dem Gelände rum. Im Betonkanister. Ja gut. Und die Leute laufen über das Gelände und haben keinerlei Angst. Ja, was man natürlich nicht wegdiskutieren kann, ist natürlich, dass ein Atomkraftwerk immer ein Sicherheitsrisiko ist, weil du könntest da ja wirklich eine Bombe reinballern und dann hast du halt, also deutlich schlimmer, als wenn du jetzt irgendwie 20 Windkrafträder nachher in die Luft sprengen würdest. So. Ja, aber das Ding einfach bei Atomkraftwerken ist, warum sind die so teuer? Weil die gegen alle dort abgesichert werden. Die sind bombenfest, die sind flugzeugfest, die sind alles mögliche fest. Deswegen sind die so teuer, deswegen dauert die Planung so lange, deswegen dauert der Bau auch so lang. Weil diese Dinger natürlich vor all diesen Sachen geschützt werden müssen. Das ist klar, da braucht man nicht drüber reden. Die Dinger müssen geschützt werden, weil das ist durchaus gefährlich. Das ist durchaus Ich sehe es ja auch so, man hätte diesen Atomausstieg nie so machen dürfen, wie man ihn gemacht hat. Ich finde, man hätte eher mehr Reaktion. Geld in die Atomkraft stecken müssen, um das Ganze weiter zu erforschen, effizientere Verfahrensmöglichkeiten zu finden und die Verfahren noch sicherer zu gestalten. Ja, definitiv. Aber das haben wir ja natürlich nicht gemacht, weil wir wegen Fukushima, wo, glaube ich, eine einzige Person versicherungstechnisch, nachgewiesenermaßen an dem Atomunfall gestorben ist. Bei einer ich weiß gar nicht, wie verhielten sich das mit dem Meer? Ist da irgendwie was schadenstechnisch? Ich glaube ja, ne? Nö. Die haben das Wasser ja auch so wieder ins Meer gekippt, also ist nichts mehr passiert. Also. Das ist total. Die können auch schon wieder da wohnen. Also Fukushima, also die Region da ist schon wieder bewohnbar. Also. Da ziehen auch Leute wieder zurück. Also. Von wegen tausende Jahre unbewohnbar und keine Ahnung, was ist Schwachsinn, totaler Schwachsinn. Ja, das ist kein zweites Tschernobyl. Und die Menschen sind gestorben wegen des Tsunamis. Deswegen sind da Menschen gestorben. Das wird auch immer ganz gerne gemacht. Tausende Opfer von Atomunfall. Nee, die sind gestorben wegen einem Tsunami und wegen der Evakuierungsmaßnahmen, die unnötig waren. Die haben danach Leute evakuiert in diesem überfluteten Gebiet und dabei sind super viele Menschen gestorben. Wegen der Evakuierung. Weil Atom. Und das wäre nicht nötig gewesen. Nach neuesten Berichten, von Fachmenschen, war es nicht notwendig. Die Leute hätten nicht zwangsevakuiert werden müssen so schnell. Da war keine große Gefahr. Es gab keine große Atomgefahr. Es war total übereilig und total undurchplant und irrational, das zu tun. Und deswegen sind viele Menschen gestorben, unnötigerweise. Ja. Ja, also safe. Auf jeden Fall. Und das Tolle an Atomstrom ist halt einfach, es liefert extrem viel Energie aus sehr wenig Brennstoff und kann sehr zuverlässig grundlastfähigen Strom erzeugen. Das ist etwas, was Windkraft und Sonnenkraft halt nicht können. Die können keine Grundlast tragen. Wenn kein Wind weht und keine Sonne scheint, dann gibt es halt keinen Strom bei den beiden. Dem Atomkraftwerk ist es in der Regel egal. Es stimmt, es gibt einige Ausnahmen. Wenn zum Beispiel mit Flusswasser gekühlt wird und das Flusswasser zu heiß ist, dann muss das AKW runterschalten. Was nicht daran liegt, dass das AKW damit nicht laufen könnte. Das Ding ist einfach, der Fluss würde dann noch weiter erhitzt werden durch das AKW und dann würden die Fische sterben. Deswegen darf das AKW dann nicht kühlen mit dem Wasser. Und da müssen die halt auch runtergefahren werden. Und was auch wieder natürlich eine Sache ist bei AKWs, du kannst sie nicht runterfahren. Du bringst die Brennstäbe raus und tust sie ins Kühlbecken. Das ist alles, was du tun kannst. Die Brennstäbe hören ja nicht auf zu brennen, also die hören nicht auf zu reagieren. Die Reaktion ist gestartet, die Dinger glühen halt, die Dinger sind halt heiß. So. Das ist halt,
Das ist halt so der einzige Negativpunkt daran. Du verschwendest dann halt einfach quasi potenziell Energie deswegen, wenn das Wasser zu heiß ist und alles. Und, aber, come on. Also, ich sag mal, wenn es um die Rettung des Klimas geht und wenn es um den Erhalt unseres Stroms geht, dann sollte eigentlich jedes Mittel recht sein. Jedes Mittel, was fähig dazu ist. Und Atomstrom ist fähig dazu. Atomstrom ist in der Regel, also der Bau ist CO2-intensiv, das stimmt, aber das CO2, was du beim Bau investierst und das dann umrechnest auf die Megawattstunden oder auf die Gigawattstunden, die dieses Kraftwerk in seiner Lebzeit produziert, bist du bei so wenig CO2 pro Gigawattstunde, das ist verschwindend gering. Also es ist sehr effizient und es ist das Beste, was wir derzeit haben für Grundlast. Das Beste, meiner Meinung nach, wenn es ums Klima geht, ist eine Mischung aus erneuerbaren Energien und Atomstrom. So wie das alle anderen Länder auch machen. Frankreich macht das so, Schweden macht das so, Norwegen macht das so. Die machen alle erneuerbare Energien und Sachen aus der Natur wie Wasserstrom etc. und Atomstrom. Alle machen das. Ja, du brauchst einen gesunden Energiemix einfach. Ja. Ne? Du kannst halt nicht alles... Du brauchst halt irgendwas Grundlastfähiges. Du brauchst irgendwas, was die Grundlast trägt. Was auch nachts Strom produziert, wenn kein Wind weht. Ja, ganz genau. Das brauchst du halt. Und das machen wir halt mit Gaskraftwerken, die wir dann dazu schalten. Oder mit Kohlekraftwerken, die dann hochgefahren werden. Und das sind alles CO2-Schleudern. Das lohnt sich halt nicht. So werden wir die Klimaziele nie erreichen, die wir uns gesetzt haben. Und du wirst auch niemals komplett auf Erneuerbare umsteigen können. Es gibt ja diese ganzen Elon Musk und Tesla-Fans, die dann mit ihren Lithium-Ionen-Akkus kommen und keine Ahnung was, die auch schon, also die absolut keine Ahnung von Physik und von Gefahren haben. Die erzählen mir was von großen Anlagen mit Lithium-Ionen-Akkus und erzählen mir dann, aber Atomstrom ist viel zu gefährlich. Ja, Lithium ist überhaupt nicht gefährlich, stimmt, das ist ziemlich harmlos. Und wenn die Batterien auslaufen sollten oder das ins Grundwasser kommt, das ist ja echt harmlos, die ganzen schweren Metalle und die Giftstoffe da drin, das ist richtig harmlos, ne? Wenn wir dann alle daran verrecken. Oder wenn da eine einzige Batterie sich entzündet und dieses ganze Ding explodiert, das ist total ungefährlich. Aber ein Atomkraftwerk, oh, das ist so, das Ding ist, Atomkraftwerke haben so viele Protokolle und so viele Sicherheitsmechanismen. Bis da mal wirklich was Schlimmes aber passiert. Das ist ja natürlich, das ist Bullshit. Da müssen viele Schranken fallen, bis da mal was Schlimmes passiert bei Atomkraftwerken. Da müssen viele Dinge schiefgehen, wie Tschernobyl zum Beispiel. Aber da war es ja auch provoziert. Ne? Also das weiß man ja. Also Tschernobyl war halt herbeigeführt. Das ist halt krank. Das ist... Eieiei, die Geschichte von Tschernobyl. Es gibt eine Netflix-Serie dazu. Könnt ihr euch anschauen, wie das entstanden ist. Und da seht ihr, wie viel da falsch gelaufen ist. Und warum das dann alles so schlimm war. Aber das würde zum Beispiel in Deutschland nie passieren. Viel zu viele Sicherheitsmechanismen, Sicherheitsprotokolle, viel zu viele Vorschriften, viel zu viele automatisierte Protokolle sogar. Also Atomkraftwerke sind unglaublich automatisiert, ne? Also, du nimmst halt die Komponente, die am schlimmsten ist, raus. Menschliches Versagen. Indem du es einfach Computern überlässt. Und wenn du ein redundantes System hast, jetzt kommen wieder Leute, die dann sagen, oh, Computersysteme können aber auch fehlschlagen. Ja, deswegen machst du ein redundantes System. Du brauchst 5 Computer. Einer, der es machen soll und 4, die ihn im Notfall retten, wenn der eine es nicht kriegt. Der eine Computer, weil der ein Problem hat. Oh. Also von daher, die Angst vor Atomkraft ist sehr irrational. Und ich finde es ein bisschen schade. Aber gut, wenn wir darauf verzichten werden, dann ist das halt so, aber... Ich werde jetzt niemandem meine Meinung aufzwingen. Also, ich kann nur sagen, was meine Meinung ist. Wenn ihr da nicht übereinstimmt, ist das okay. Ich respektiere das auch. Ich werde jetzt nicht hier sitzen und sagen, ihr müsst aber meine Meinung haben. So bin ich halt nicht. Nicht? Nee. Oh, nee. Digga, was ist er denn für einer? Achso, ein Händler. Oh Gott, hab ich mich erschrocken, Alter. Kommt so hier auf einmal um die Ecke gesneakt. Oh. Ich kann halt andere Meinungen akzeptieren. Das ist eine Sache, die ich heute auch irgendwie das Gefühl habe, dass viele Leute das irgendwie nicht mehr können. Andere Meinungen dulden, akzeptieren oder aushalten, tolerieren. Die Toleranz in unserer Gesellschaft ist auf einem so niedrigen Niveau wie noch nie, glaube ich. Das stimmt. Und das Tolle ist ja, die Menschen, die dann diese Intoleranz haben, denken, sie seien super tolerant. Dabei zeugen sie eigentlich die ganze Zeit nur von Intoleranz. Weil alles, was nicht ihrer Meinung ist, tolerieren sie halt nicht. Weil ihre Meinung die Meinung der Toleranz ist. Und das ist echt ein richtiges Problem, finde ich, heutzutage.
Toleranz ist was Wichtiges. Wir müssen auch einfach Meinungen anderer Menschen tolerieren können. Du musst es aushalten können. Tolerare kommt vom Aushalten. Du musst es aushalten können, dass andere Menschen ihre Meinung äußern und ihre Meinung haben. Das ist schon wichtig. Und auch wenn die Meinung nicht schmeckt, auch wenn du sagst, das ist scheiße. Das ist schon wichtig für eine Gesellschaft. Sonst spaltet sich die Gesellschaft und das erleben wir ja auch. Und das ist halt schade. Weil eigentlich sollten wir einfach zusammenhalten, dann geht das schon irgendwie. Dann werden wir auch die meisten Probleme hier irgendwie lösen können. Aber, tja, derzeit sieht echt ein bisschen düster aus. Eieiei, ich glaube, dieser Part, den werde ich bereuen. Weil du dich als Atomfreund geoutet hast. Unter anderem, ja. Weil ich halt für Toleranz einstehe. Also für eine andere Art Toleranz, wie die derzeit die beliebte Toleranz ist. Es gibt ja diese Laberei von die Toleranz der Intoleranten ist das Ende der Toleranz und sowas. Also dieses Toleranz Paradoxon. Was halt absolut nicht stimmt. Also das ist absoluter Schwachsinn. Du kannst auch Intolerante tolerieren. Das geht tatsächlich. Du kannst auch die Intoleranten tolerieren. Das heißt nicht, dass du sie akzeptieren oder ihnen Macht geben musst. Tolerieren heißt ja nicht, dass ich der Person Macht gebe. Das heißt ja nicht, dass ich der Person Macht über mich gebe. Ich kann aber trotzdem ihre intoleranten Meinungen tolerieren. Ich kann dagegen ansprechen. Das stimmt. Ich kann dagegen ansprechen und meine Meinung präsentieren und meine Meinung als die bessere darstellen. Und meine Meinung so verargumentieren und darlegen, dass andere Menschen auch lieber mir folgen als den Intoleranten. Du kannst gegen Intoleranz also ganz normal vorgehen. Und diese Menschen trotzdem tolerieren. Es geht ja dann da am Ende darum, dass du diese Menschen tolerierst auch, ne? Weil das passiert ja dann auch nicht mehr. Also die angeblich Intoleranten, die Menschen werden dann ja nicht mehr toleriert. Und da kommen wir zu dem Thema Cancel Culture. Dann wird diesen Menschen versucht, das ganze Leben zu nehmen. Dann diese Menschen dann... Der Gedanke von diesen Leuten, die dieser Cancel Culture angehören, ist ja, dass wenn sie das machen, dass dieser Mensch dann ja hoffentlich zu den Toleranten dann übergeht. Zu ihrer eigenen Meinung dann. Die einzige wahre tolerante Meinung oder so. Die einzig wahre tolerierbare Meinung. Ich weiß es nicht genau, aber es ist weird. Es macht mich ein bisschen traurig. Weil das Ding ist einfach, Menschen haben damals für diese Freiheit, die wir jetzt haben, die Freiheit, eigene Meinung zu haben oder auch Sachen aussprechen zu dürfen, die Menschen haben dafür damals Blut gelassen. Die Menschen haben gekämpft dafür. Die Menschen sind gestorben dafür, dass wir diese Rechte haben. Und jetzt wollen Menschen uns diese Rechte einfach wieder beschneiden. Das finde ich ein bisschen schade, wenn ich ehrlich bin. Weil das sind eigentlich sehr hehre Werte, sehr gute Werte, mit denen ich mich sehr identifiziere. Und das Lustige ist, nur weil ich sowas sage, gibt es halt wirklich Menschen, die wirklich denken würden, ich bin Nazi. Das gibt es. Es gibt Menschen, nur weil das, was ich gerade sage, die würden mich jetzt Nazi nennen, deswegen. Ja, ich verstehe das nicht. Achso, kannst du dich nochmal ins Bett legen? Ja, aber das ist ja diese Bullshit-Cancel-Culture, von der wir ja schon irgendwie eingangs mal geredet hatten. Ne? Das ja, alles, aber es ist halt trotzdem faszinierend. Es ist dem, also was dem Meinungsbild von Boko Haram entspricht, ist Nazi. Ja, es ist halt schon, es fasziniert mich, wie Menschen so intolerant sein können, aber sich trotzdem im Gewissen sehen, dass sie die tolerantesten auf dem Planeten sind. Ich verstehe das nicht. Wir Menschen so extrem abseits der Realität sich selbst wahrnehmen. Ja, es gibt nur noch Extreme, ne? Ja, nur noch würde ich nicht sagen. Es gibt viele normale Menschen da draußen, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass man das im Internet halt viel mehr mitbekommt, diese Extremen. Also ich hoffe, dass ich das im Internet einfach viel mehr mitbekomme, diese Extreme und viel mehr Menschen da draußen, die auch vielleicht gar nicht so viel interagieren und gar nicht so viel ihre Meinung sagen, eigentlich alle total normal drauf sind. Weil in der realen Welt merke ich das eigentlich auch nicht so viel, dass Menschen so extrem werden. In meinem realen Umfeld merke ich das nicht. Ich sehe das halt auf Twitter, ich sehe das halt im Internet. Aber so wirklich in der breiten Mitte der Gesellschaft ist das meinem Gefühl nach noch nicht angekommen. Oder ich hoffe es zumindest, dass es da nicht angekommen ist. Weil das wäre schon düster dann. Das wäre noch düsterer, als ich jetzt schon die Düsterheit sehe. Ich fühle mich so ein bisschen wie ein Elb aus Tolkiens Werken gerade. Immer die Düsterheit sehen. Ich bin ein Emo-Elb. Düstere Wolken. Eldrond. Wir müssen gehen. Wir müssen zurück. Wir nehmen den großen See. Wir nehmen Frodo mit. Ich backe jetzt erstmal Brot. Lecker Brot.
Ja, Brot braucht die Welt. Könnte ich auch nicht ohne leben, ohne Brot. Brot ist toll. Wir müssen mehr Brot essen im Leben. Brot ist super. Jetzt kommen die anderen. Brot macht fett. Stimmt. Aber ist doch gut. Glaubt mir, ihr seid froh, wenn ihr im Winter fett seid, wenn die Heizung ausfällt. Wenn ihr keinen Strom mehr habt. Ja, dann seid ihr froh, wenn ihr fett seid. Dann habt ihr wenigstens ein bisschen Wärme gespeichert. Ach Mann. Na, ich hoffe einfach, dass alles gut geht im Winter. Aber es ist halt so einfach, daraus kommt das ja, dass ich das so, dass ich diese Gedanken habe und dass ich das einfach alles jetzt so, ne, also da kommen wir wieder zurück, ne, mit dem Kreis. Das hat uns auf die Reise, hat mich auf die Reise gebracht mit diesem Thema. Und das sind halt so die Sachen, die mich halt derzeit irgendwie ein bisschen beschäftigen. Wenn ich jetzt mal nicht Final Fantasy spiele und mich ablenke im Leben. Aber dass ich jetzt bei Minecraft, wo ich mich ja eigentlich ablenken sollte, auf so Themen komme, liegt natürlich daran, dass ich gerade super monotone Arbeit mache und mich irgendwie mein Kopf kreist. Und ich dann über sowas nachdenken kann, leider. Eigentlich will ich mich ja ablenken bei Minecraft. Aber mir fällt halt auf, der Home Tanks redet heute echt wenig. Ja, ich bin hier so in meinem Fokus drin. Also es tut mir auch wirklich leid, aber dieses Dach verlangt mir oder dieses Vordach verlangt mir gerade alles ab. Gerade ist es so ein bisschen so, als würde der Home Tanks einfach ein Live-Let's Play von mir gucken. Weil er mich die ganze Zeit reden hört. Das tue ich auch. Also ich meine, du kannst auch sehr gerne mal vielleicht einfach mal rauskommen aus deiner Höhle und dir das hier mal angucken, was ich hier mache. Meine Höhle, Uga Uga. Es gibt keine Welt da draußen. Aga Aga. Das ist eine Lüge, es gibt da keine Welt draußen, du lügst. Es gibt nur die Höhle. Es gibt nur die Höhle und nichts als die Höhle. Ah, das Höhlenbildnis. Tja. Ja, ich muss doch zumindest hier die eine Ebene hier machen, dann komme ich raus. Es dauert auch nicht mehr so lange. So lange dauert es nicht mehr. Glaube ich, oder? Ah, schon noch ein bisschen. Aber es ist bald vorbei. Zumindest das Höhlebuddeln ist bald vorbei. Ich check's auch immer nicht, wie man die Stufen hier platzieren muss, Alter, damit die sich so drehen, wie ich das brauche, ne? Tja, die Stufen sind halt am Trollen. Die haben das Thema gehört und sich gedacht, oh, da sind halt die Intoleranten, jetzt bin ich auch intolerant. Jetzt mache ich mich aber nicht mehr auf die richtige Position, da kannst du aber davon ausgehen, du. Jetzt mag ich mich nicht mehr positionieren. Nee, jetzt werde ich nicht mehr positioniert. Das ist vorbei. Die Zeit. Tja. Ach ja, ich bin gespannt, ob ich mir jetzt ins Knie geschossen habe mit diesem Part oder ob die Leute dann doch toleranter sind und... Nein. Ich bin nach diesem Part gecancelt. Ja. Ah, mein Arbeitgeber wird angeschrieben, ich werde gekündigt und Leute kommen zu mir nach Hause und bedrohen mich und... Ah, das hatte ich alles schon. Jetzt echt? Hm. Ja, mehr oder weniger. Also ich hatte das schon, dass meine Familie bedroht wurde. Ich hatte schon, dass Leute Pizza hierhin bestellt haben. Ich hatte das alles schon. Why? Nicht wegen den Intoleranten, tatsächlich. Ja, wegen Trollen, ne? Das, wenn man auf die falsche Seite, also die falsche Seite der Gunst kommt, dann... Also während du quasi live auf Twitch warst, oder was? Ja, nee, das war nicht, während ich live war. Das, weil ich dann nämlich... Natürlich habe ich natürlich auch die richtigen Maßnahmen dann ergriffen. Ne? Ich bin natürlich dann nicht mehr live und so, damit ich den Leuten nicht die Möglichkeit gebe, das dann zu sehen. Die Pizza wurde geliefert, als niemand mich irgendwie sehen konnte. So. Das war auch nur eine Pizza. Aber ich habe halt auch Drohungen bekommen und Leute, die irgendwie Fotos von mir gemacht haben in der Öffentlichkeit und das über Umwege mir zukommen haben lassen, dass ich beobachtet werde und so Sachen. Alter, krank. Ja gut, ich habe dann die Polizei auch eingeschaltet. Ich habe auch Leute gehabt, die bei mir meinen Arbeitgeber angerufen haben, die da Telefonterror gemacht haben und immer danach verlangt haben, mit mir zu sprechen. Oder gegangen war, hieß es dann auf einmal, ich wurde wegen denen gekündigt und so, weil die mich nicht aushalten konnten, weil ich halt so scheiße bin, haben die sich gedacht. Aber die haben dann halt angerufen und versucht herauszufinden, wo ich jetzt arbeite und keine Ahnung was. Also ganz, ganz komische Gestalten. Das ging halt alles von einer Person aus, die mich gestalkt hat. Und ja, ich habe so meine Erfahrung mit Stalkern gemacht. Von Trollen ging es aus. Und also das mit dem Arbeitgeber ging von Stalkerin aus. Also ja. Ja. Ja, aber also das finde ich ist auch so eine Unart heutzutage, dass man den Leuten immer
Also, keine Ahnung, man muss ja nicht mit jedem die gleiche Meinung teilen, aber wie kommt man auf die Idee, dann einfach so einem Wildfremden, Digga, dem bestelle ich jetzt eine Pizza nach Hause? Was ist das für eine Scheiße? Ja, gut, da ging es nicht um Meinung, da ging es halt wirklich um Gefühle. Ne? Da ging es um verletzte Gefühle, nehme ich an. Weil ist, wie gesagt, eine Stalkerin, ne? Also, die hat sich dann halt, die hat wirklich jahrelang, hat die mich nicht in Ruhe gelassen. Jahrelang. Das. Ich bin froh, dass ich jetzt meine Ruhe habe. Tatsächlich. Ich habe immer ein bisschen Angst, darüber zu sprechen, weil ich Angst habe, dass ich dann den schlafenden Hund wecke durch so Gespräche. Deswegen. Mal gucken. Ich hätte jetzt keinen Bock drauf, dass es wieder passiert, aber ich bin damit wieder sehr abgebrüht, was das angeht. Ich bin dann sofort bei der Polizei. Ich mache da gar keinen, also bei mir gibt es keinen, es gibt keinen Spielraum mehr, was sowas angeht, ne? Und vor allem, sobald meine Familie da irgendwie mit reingezogen wird, bin ich sowas von bei der Polizei. Da könnt ihr aber sicher rein. Also, da kriegt ihr dann richtig. Also, ihr leider nicht, weil ihr seid schöne Zuschauer, ihr seid lieb, ne? Aber die Personen, die sowas machen, kriegen dann richtig, richtig Probleme. Also, ich bin sofort bei der Polizei. Ich gebe alles da ab an Beweisen, alles. Ich bin sofort da und ich mache Druck, dass da ermittelt wird. Weil das ist einfach, das geht nicht. Ja, Also, ist ja auch richtig, das ist ja, das geht doch nicht. Was ist nee. denn das? Ja, wie gesagt, ich bin froh, dass es das nicht mehr, dass nicht mehr in meinem Leben ist. Es hat, war eine sehr stressige Zeit. Mir ging es damals auch nicht gut. Ich habe damals irgendwie so meinen alten YouTube-Kanal gelöscht und alles. Ich habe auch meinen alten Twitch-Kanal theoretisch damals gelöscht und wiederhergestellt. Das ist der gleiche Twitch-Kanal, den ich jetzt hier habe. Und deswegen habe ich auch jahrelang nicht gestreamt. Ich habe auch jahrelang kein YouTube mehr gemacht. Weil es mir einfach nicht gut ging. Es hat einfach sehr mir genagt und es hat mich sehr fertig gemacht. Aber, und das ist auch eine wichtige Lektion aus der Sache, es hat mich auch stärker gemacht und härter gemacht. Es hat mich schon sehr abgehärtet auch. Aber der Part ist vorbei, meine lieben Freunde. Zu so einem dunklen, bösen Thema ist der Part vorbei. Zu Wie so einem traurig. dunklen, bösen Thema, ja, das, also kannst du den Part doch jetzt nicht enden lassen, sag mal. Das geht doch nicht. Ja, doch, schon irgendwie scheinbar. Der Part ist halt vorbei, ne? Was soll ich sagen? Also. Müsst ihr Leute halt für die Aufklärung oder für heiterere Themen dann beim nächsten Part wieder einschalten. Dann haben wir direkt die Leute wieder beim nächsten Part dabei, siehst du mal. Ich bin clever, ne? Muss die Leute ja binden, irgendwie. Aber dann, nur wenn ich noch cleverer gewesen wäre, hätte ich noch irgendwie einen Plot-Twist jetzt irgendwie angekündigt, der danach kommt. Ein ganz großer Plot-Twist der Geschichte, der dann aber erst im nächsten Part zu hören ist. Aber leider gibt es keinen Plot-Twist. Das ist, ja, ich lüge euch halt nicht an, ne? Aber schaut gerne auch beim nächsten Part wieder vorbei. Ich habe anmoderiert, ne? So, meine lieben Freunde. Keine Ahnung. Ich glaube schon. Wir sehen uns wieder im So, nächsten meine lieben Part. Freunde. Ja, wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Patty und der wunderbare. Pom-Tanks verabschieden sich. Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss.